Aufzeichnung funktioniert für YouTube. Und am 17. werde ich es am Mittwoch wieder machen, aber aus dem Urlaub. Wollen wir mal sehen, wie das geht. Also in New England Journal diese Woche, es geht um einen 32-jährigen Mann, der geht zur Neurochirurgie. Und wie wir hier erkennen können, gehört er da auch hin. Der hat Hörverlust auf der linken Seite. Und anscheinend hat er Hörvermögen im rechten Ohr okay, was eigentlich erstaunlich ist, wenn man diesen Befund anguckt. Es wird nicht berichtet über Schwanzschwindel, aber das hätte mich auch interessiert. In diesem MRT, was wir erkennen können, sind große bilaterale Tumoren. Wenn wir die vergleichen mit dem Augapfel, sind die schon beträchtlich. Und das sind Akustikusneuronomen, die kommen von Schwannzellen. Und bilaterale Akustikusneuronomen ist Neurofibromatose Typ 2. Basta. Wir werden diese anderen Sachen auch uns kurz angucken. Also das ist Neurofibromatose Typ 2. Und nächste Woche können wir dann erfahren, wie erfolgreich die Neurochirurgen waren in den Versuchen, die Dinger rauszukriegen. Jetzt multiple endokrine Neoplasie Typ 1. Hier geht es auch um ein Tumorsuppressor-Gen, das mutiert ist. Und in diesem Krankheitsbild sehen wir Tumoren in der Anhangsdrüse, Paratyroidea und Pankreastumoren. Und hier geht es um eine Mutation von Menin, das ist auf dem langen Arm von Chromosom 11 und zum Tumorsuppressor-Gen. Das ist ziemlich typisch. Dann von Hippel-Lindau ist auch ein genetisches Krankheitsbild, wo Tumoren am unterschiedlichen Arealen stattfinden. Cerebellum, Auge, pulmonale Hämangiome. Typischerweise Nierentumoren und Pheochromozytom. Und hier geht es um das von Hippel-Lindau-Gen und das hat mit HIF-Signaltransduktion und Ähnliches zu tun. Und das sollten Sie auch wissen. Ja, jetzt haben wir wieder dieses Theater. Dieses Kreuz hier. Genau müssen sein. Hier genau. Hier, Das? das Kreuz. Hier. Nee, nochmal hin. Ich kann es hier Nee, aber nochmal. nicht sehen. Hier ist das Kreuz. Und gehen Sie mal in den Raum hier. Jetzt haben Sie gesehen, hier da ist. Ich kann es nicht sehen. Ja, jetzt gucken wir es fast. Weiß nicht, was das ist. Webex hat das nie gemacht. Zur vollen Seite zurückkehren, dann wir uns zur vollen Seite zurückkehren. Das war ein Kriegen zurück. Oder? Ja. Ja, das hilft uns nicht allzu sehr. Okay, versuchen wir weiterzumachen. Neurofibromatose Typ 1, ein kompliziertes genetisches Krankheitsbild. Klinisch können wir hier erkennen Kaffee-au-lait-Flecken, Sommersprossen unter den Achselhöhlen, Lischknoten am Auge. Pheochromozytom kann auch stattfinden hier. Und dann das Li-Frau-Manny-Syndrom ist eine Mutation in P53. Und die kriegen unterschiedliche schwerste Krebserkrankungen, habe ich hier aufgelistet. Das sollte man auch wissen. Und Neurofibromatose Typ 2 macht auch Neurofibrom. Meistens ist nichts ganz so ausgeprägt wie Neurofibromatose Typ 1. Und diese bilateralen Akustikusneuronomen sind typisch für dieses Krankheitsbild.
was Gott sei Dank nicht sehr häufig ist. Jetzt die erste Arbeit im New England Journal ist diese und die kommt aus Leipzig. Und es geht um Adipositas bei Kindern. Und hier wurden über 50.000 Kinder langfristig beobachtet für 15 Jahren in zwei Studien eigentlich, eine retrospektive Rückblicksstudie und eine prospektive Kohortenstudie, die letztendlich die Rückblicksdaten bestätigt. Und was man hier festgestellt hat, ist auch nicht allzu überraschend. Es gibt normalgewichtige Kinder, es gibt dicke Kinder, es gibt adipöse Kinder und es gibt weniger häufig, aber auch tatsächlich dünne Kinder gibt es auch noch. Und man hat den Verlauf dieser Kinder beobachtet und dann sehr ausgewertet, als sie 15 waren, in vier Gruppen: untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig oder adipös. Und was wir hier erkennen können, ist, bei den dünnen Kindern, die werden nie dick oder adipös. Hier bleibt diese Anzahl an Kindern, die so geworden sind, bleibt auf Null für die 15 Jahre. Also diese Kinder bleiben normalgewichtig oder manche nehmen auch ein bisschen ab, manche nehmen auch vielleicht ein bisschen zu, aber die bleiben normalgewichtig und werden nicht adipös. Die Kinder, die normalgewichtig sind, was wir hier sehen, ist, die bleiben immer normalgewichtig und die werden auch nicht dick. Dünner werden sie auch nicht, aber wenn man normalgewichtig ist beim ersten oder zweiten Lebensjahr als Kleinkind, ist die Chance, dass man normalgewichtig ist mit 15, ist im Prinzip erhalten. Anders ist es bei Kindern, die im jungen Alter, 2, 3, schon übergewichtig sind. Die werden dicker und von denen werden manche Kinder auch adipös. Und die Anzahl an Kindern, die normalgewichtig sind, fällt natürlich ab, weil andere Kinder adipös oder übergewichtig geworden sind. Und die Kinder, die übergewichtig waren, die adipös waren beim 15. Lebensjahr, die waren schon alle dick mit 2 oder 3 und sind schlimmer geworden oder sind so geblieben, sodass die Anzahl an Kindern, die normalgewichtig sind, natürlich ständig abfällt, während diese Kinder dicker werden. Was hier wichtig ist, ist das Erkenntnis, dass Übergewicht und Adipositas bei Kleinkindern, ich meine echt klein, 1, 2 Jahre alt, ist ein Marker von wie sie aussehen mit 15. Und was wir schon von dieser Studie aus Dänemark wissen, ist, wenn sie dick sind mit 15, sind sie auch dick mit 50 und meistens viel dicker als mit 50. Dies würde die Hoffnung vielleicht herantragen, dass hier etwas getan werden könnte, um Adipositas zu bekämpfen, indem man seine Kinder nicht überfüttert. Nämlich die essen ja nicht allein, die werden von der Oma und von der Mutti gefüttert. Mit 1 oder 2 kann man nicht alleine zum Kühlschrank gehen. Und dann in der prospektiven Studie, die sehen wir auch hier, wie dieser Befund wieder mal stark bestätigt wird. Insofern, dass die Kinder, die normalgewichtig oder dünn sind mit 1, 2 und so weiter, die Chancen, dass die normalgewichtig bleiben, ist beinahe gegeben. Und bei den Kindern, die übergewichtig sind, ist das Gegenteil der Fall. Und wenn wir das so ausdrücken als Standardabweichung vom BMI mit zunehmendem Alter, sehen wir diesen Unterschied eindeutig bei den Kindern, die schon eine große Abweichung haben von dem erwünschten Wert mit 1 oder 2, wie die dann ständig dicker werden im Vergleich zu den Kindern, die normalgewichtig sind in diesem Alter. Und das kann man ausdrücken als einfach Abweichung vom BMI oder die Veränderung im BMI, die Abweichung in der Veränderung von BMI sehen wir das Muster sogar noch ausgeprägter. Und was wir hier auch erkennen können, ist, dass die Kinder, die groß sind für gegebenes Schwangerschaftsalter bei der Geburt, large for gestational age nennt man das im Englischen, die haben eine größere Chance, adipös oder übergewichtig oder adipös zu werden,
im Vergleich zu Kindern, die normalgewichtig sind, bei der Geburt oder Kinder, die sogar kleiner sind, als sie sein sollten. Den sogenannten Barker-Effekt können wir hier nicht erkennen, aber in dieser Studie aus Sachsen, da haben die Mütter bestimmt nicht gehungert während der Schwangerschaft, so würde man diesen Effekt auch nicht erwarten. Was auch berichtet wird in dieser Arbeit ist, umso schlechter der Bildungsstand der Eltern, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder übergewichtig oder adipös werden. Leider ist da keine Information über, ob die Väter übergewichtig waren, aber die Kinder von übergewichtigen Frauen haben eine viel größere Chance, selber übergewichtig oder adipös zu werden. Der Grund, warum diese Studie wichtig ist, ist auch in Redaktion darüber geschrieben, ist, weil es die Idee nahelegt, dass man Adipositas und Übergewicht vielleicht vermeiden könnte, wenn man das Verhalten der Mütter und der Kinder schon in sehr frühen Jahren beeinflusst, sodass sie dich nicht dick werden. In Amerika ist dies beinahe unmöglich, weil in den Schulen sogar Cola und Chips und irgendwas aus jedem Automaten zu haben sind. Und da, aber diesen Zustand gibt es in Deutschland noch nicht. So könnte man hier vielleicht sinnvolle Maßnahmen ergreifen. Nächste Arbeit im New England Journal geht es wieder mal um Psoriasis und dies ist eine Medikamentenstudie und es geht hier um einen Hemmer von einer Tyrosinkinase, Tyrosinkinase 2, die in dem JAK-STAT-Ablauf, das sind zytokin-vermittelte Signaltransduktionen, die mit Interleukin 12 und 23 zu tun haben. Wir wissen von vorherigen Studien, dass die eine Rolle spielen bei der Psoriasis, dass man diese Sachen unterdrücken kann. Und hier sind die unterschiedlichen Skalen wieder ausgewertet, um die Fläche der Haut, die mit Psoriasis Schuppenflechte involviert ist, auszumessen. Und sind unterschiedliche Dosen von diesen Präparaten hier angewendet worden. Und was wir hier sehen, ist, dass die Rückgängigkeit 75% oder sogar 100% bei manchen Patienten, können wir hier beobachtet, die Effekte waren dosisabhängig, aber dies sieht aus als eine versprechende Methode, um Psoriasis weiter zu behandeln. Die Ärzte, die Psoriasis behandeln, haben ja jetzt eine ganze Palette an Sachen, die sie anwenden können, um diesen Patienten bessere Aussichten zu bieten. Sind natürlich auch Nebenwirkungen, wenn man mit dieser Signaltransduktionskette hier interferiert und Gastroenteritis, Rotavirus sogar und andere Sachen sind hier aufgetreten. Aber die schwerwiegenden Nebenwirkungen hielten sich eigentlich in Grenzen und keiner ist gestorben, was auch nicht schlecht ist. Also sieht so aus, als Tyrosinkinase 2 Signaltransduktion, wenn das gebremst wird, pharmakologisch, dann kann man Psoriasis zurückdrängen. Es sieht so aus, als wären die Autoren hier ziemlich gut versorgt von den Pharmafirmen. Sollte man auch zur Kenntnis nehmen. Dann das nächste Paper ist hier ziemlich kompliziert. Es geht hier um einen Ausbruch von Candida, nicht Candida albicans, einen anderen Candida-Stamm, den ich nicht kannte, Candida auris. Vermutlich sehen die Kolonien gelblich aus, würde ich denken. Ein Ausbruch in einer neurowissenschaftlichen Intensivstation in England. Und hier sind ausführliche Untersuchungen gemacht worden bezüglich Kontamination der Patienten und Infektionen durch diese Pilzerreger, die hier stattgefunden haben. Mordsaufwand wurde betrieben und ich wollte Ihnen das zeigen, nämlich das ist die Mikrobiologie von heute, die natürlich ziemlich viel abweicht von was Louis Pasteur und Robert Koch beschäftigt hat vor über 100 Jahren. Und was wir hier sehen, ist die
da waren isolierte Fälle von tatsächlich infizierten Patienten mit einem Candida-Stamm, die keiner kannte. Dann hat man ausführliche Untersuchungen und Screening-Maßnahmen ergriffen, wo alle Patienten, die dann auf dieser Intensivstation lagen, untersucht worden sind, um zu sehen, ob sie kontaminiert, ob deren Haut kontaminiert werden würde von diesem Candida-Stamm. Und wir sehen hier eine ganze Palette an Patienten, die hier betroffen waren. Und wenn man das ausdruckt als die Inzidenz oder die Ergebnisse von wöchentlichen Untersuchungsverfahren, Screening-Verfahren, sehen wir, dass Patienten auch negativ waren, aber viele Patienten positiv waren, als man erkannt hat, als man dieses Problem erkannt hat. Und im Prinzip haben sie 70 Patienten identifiziert, die kolonisiert waren oder infiziert waren mit diesem Candida-Stamm. Aber wenn wir dann gucken, wie viele Leute sind wirklich krank und was sind mit denen passiert, waren es relativ wenige. Also waren nur 7 Patienten infiziert. Und ich glaube, diese 5 Infektionen, die stattfanden, bevor man dieses Untersuchungsverfahren eingeleitet hat, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass das Untersuchungsverfahren überhaupt eingeleitet wurde. Und es ist nur ein Patient verstorben. Also der Schaden, Gott sei Dank, mit dieser neuen Infektionskrankheit hält sich in Grenzen. Aber man hat viel Untersuchungen gemacht und man hat daraus versucht herauszufinden, wo kommt denn das eigentlich her und wie dann wird das verbreitet. Und am schuldigsten ist dieses Gerät hier. Und das ist ein Temperaturmessgerät, was man in die Axilla steckt, um Temperatur zu messen. Na, Robert Koch hat wahrscheinlich einen Thermometer benutzt mit Quecksilber. Darf man heutzutage nicht mehr machen wegen Quecksilbergefahr. Aber das hätte wahrscheinlich dieses Problem nicht ausgelöst. Und da andere Risikofaktoren, Leukozytenzahl war ein Risikofaktor und man hat auch geguckt, ob der Serum-Natrium-Spiegel hier von Bedeutung wäre und so weiter. Und andere Sachen sind hier untersucht worden. Manche waren auch grenzwertig oder statistisch signifikant oder ob die Leute schon behandelt worden waren mit irgendeinem antifungalen Mittel. Das war auch ein Risiko, aber es hielt sich in Grenzen. Aber am auffälligsten waren diese axillare Temperaturuntersuchungen, die die Patienten natürlich mehrfach am Tag dann unterzogen wurden. Und das ist eigentlich der Gag an der Geschichte. Jetzt was wir hier sehen, ist, dass die Kolonisierung mit Hautbehandlung und Seife und so ähnliches bei vielen Patienten wegging. Aber manche Patienten konnten das nie loswerden und sind damit verstorben. Und dann sind Patienten, die negativ wurden, aber dann später wieder positiv wurden, das ist auch aufgetreten. Aber es geht hier um Kolonisierung, es geht hier eigentlich nicht um Krankheitsbilder. Und hier hätten Robert Koch und Louis Pasteur nur gestaunt. Nämlich man kann natürlich mit molekularbiologischen Untersuchungen herausfinden, wo diese bösen Sachen herkommen. Und es stellt sich raus, dass dieser Stamm hier wahrscheinlich reingeschleppt worden ist in 2013 aus Südafrika. Nämlich die Sequenzen waren hier am meisten zu vereinbaren im Vergleich zu Pilzen, die Sequenzen angeboten haben aus India und Pakistan und Venezuela und Japan. Also der Feind kam aus Südafrika, hat man festgestellt. Dann hat man hier, weil es eine Untersuchung über die Zeit war, den Zeitverlauf gemacht und hat versucht festzustellen, haben die Leute nur einen Stamm, die sie kolonisieren, oder haben sie mehr als einen Stamm und sind da genetische Veränderungen in diesem Verlauf über Zeit? Das konnte man auch alles feststellen und das ist hier gezeigt. Das ist eine neue Art von Mikrobiologie, die uns jetzt wahrscheinlich weiter beschäftigen wird. Was man auch festgestellt hat, ist, dieser Stamm, Gott sei Dank, nur 7 Patienten ein Krankheitsbild ausgelöst hat. Aber die Anzahl an Resistenz gegen Mittel, die wir jetzt benutzen gegen Pilzerkrankungen, war beträchtlich, inklusive Resistenz
gegen Amphotericin B zum Beispiel. Das war diese Geschichte. Dann wieder mal eine große Untersuchung, die Hersteller von Rivaroxaban. Sie werden sich erinnern, das ist ein oraler Faktor 10a-Hämmer. In dieser Untersuchung ging es um Patienten mit Herzinsuffizienz. 5000 Leute sind hier randomisiert worden. Und wir wissen, dass Leute mit Herzinsuffizienz haben ein erhöhtes Risiko, venöse Thrombosen zu entwickeln und Ähnliches. Und um das zu vermeiden, hat man diese Leute randomisiert zu einer niedrigen Dosis von Rivaroxaban, 2,5 Milligramm zweimal täglich oder Placebo, und hat sie beobachtet mit einem primären Endpunkt von Kreislaufproblemen, Myokardinfarkt, Schlaganfall, kardiovaskulären Tod. Das ist ein Sammelsurium-Endpunkt. Und ein zweiter Sicherheitsendpunkt war Bluten, fatales Bluten oder Bluten, das so ausgeprägt war, dass es Gesundheit des Patienten erheblich beeinträchtigt hat. Also das waren die Sache an dieser Geschichte. Und was wir dann vielleicht berücksichtigen sollen, ist, wie wurden diese Leute denn behandelt? Sowieso für Herzinsuffizienz und 99,5% kriegten irgendein Diuretikum, 93% kriegten ACE-Hämmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker. Warum das nicht 100% war, weiß ich nicht. 76% kriegten Spironolactone oder etwas Ähnliches. Beta-Blocker waren auch vertreten. Aber was ja auch Vorschrift ist, ist ASS kriegten schon 93% der Patienten und ein Drittel kriegten zwei Plättchenhämmer. ASS plus Clopidogrel oder etwas Ähnliches. Also diese Leute hatten schon eine beträchtliche gerinnungshemmende Therapie, aber trotzdem hat man die Vorstellung gehabt, mit Rivaroxaban könnte es vielleicht noch besser werden. Also das war dieses Geschichte. Aber es wurde nicht besser. Aber HB-Abfall und Bluten in unterschiedlichen, großes Bluten, das ist aber aufgetreten. Aber sonst der primäre Endpunkt, Tod ohne Rücksicht auf Ursache, Myokardinfarkt oder Schlaganfall, das wurde nicht besser. Und das kann man hier auch sehen. Das kumulative Ereignisrate hier zwischen Rivaroxaban und Placebo nicht unterschiedlich waren. Hier geht es um den Sammelsurium-Endpunkt und hier geht es um kardiovaskuläre Ursachen oder Auftreten, Wiederaufnahme ins Krankenhaus und Ähnliches. Und das wurde durch Rivaroxaban nicht besser. Aber diese Patienten hatten ja schon 95% ASS und ein Drittel kriegten schon auch Clopidogrel dazu. Aber diese Hypothese wurde trotzdem getestet. Und in den unterschiedlichen Untergruppen, die wir hier uns angucken können, waren auch keine signifikanten Unterschiede zu sehen. Das heißt, diese große, riesig große Rivaroxaban-Studie kam nicht zu einem positiven Ergebnis. Dann waren zwei Berichte im New England Journal, die mit Borna zu tun haben. Und Borna, wie wir Ossis alle wissen, ist eine Stadt in Sachsen. Sieht auch ganz schön aus. Aber das ist nicht der Gag an diese Geschichte. Ein schönes Wappen haben sie auch. Und ich konnte den Beleg dafür nicht finden, aber ich gehe davon aus, dass die Borna-Krankheit wahrscheinlich aus Borna kommt. Und Borna-Krankheit ist eine virale Erkrankung, die eigentlich Tiere betrifft und ist bekannt. Und viele Untersuchungen dazu und wie das Virus zusammengestellt wird und wie die Molekularbiologie dieses Virusstamm funktioniert, ist bekannt. Und Pferde sind betroffen, aber andere Tiere auch. Und dies ist im Prinzip eine Zoonose.
erster Fall, ein, war noch nicht mal ein Sachse, es war ein Franke, kommt rein mit 25-jähriger Mann. Und einen Monat später ist er gestorben und hat ein paar Katzen zu Hause und da ist auch zwei Hunde, ist viel draußen und sonst kein Kontakt mit anderen Tieren oder Tieren, die mit Borna-Virus infiziert sind. Aber er kriegt im Prinzip eine Enzephalitis und der Ablauf ist ungünstig und er stirbt und hat eine Enzephalitis ausgelöst von Borna-Virus. Dann im gleichen Heft im New England Journal, hier kommen noch zwei Borna-Fälle, auch aus Deutschland. Und diese sind noch schrecklicher. Hier geht es um Organtransplantation. Und hier hat ein Spender eine Leber und zwei Nieren gestiftet. Und diese Leute sind auch gestorben. Alle drei Empfänger sind an Borna-Virus gestorben. Und natürlich die erwartete Molekularbiologie, Sequenzierung von Borna-Virus. Und hier können wir auch histologische Veränderungen sehen. Und darüber sollte man vielleicht was wissen, nämlich dies ist wieder ein neues Krankheitsbild. Borna-Virus, Enzephalitis bei Menschen, tödlich. Dann Übersicht im New England Journal geht es um Acne vulgaris. Und das ist ein sehr häufiges Krankheitsbild und muss man den Patienten auch eine vernünftige Behandlung anbieten, weil das ist wirklich sehr belastend und wie das aussieht, wissen wir alles. Und sind jetzt auch weitere Behandlungsmöglichkeiten bei Patienten mit milden Akne oder schweregradigen Akne und ähnliches. Und man will natürlich so wenig Schaden auslösen wie möglich. Und Retinoide werden jetzt empfohlen und sind auch andere Mittel und Antibiotika, ja oder nein und was kann man sonst noch alles geben, das wird dann in diesem Review diskutiert und auch was man den Patienten anbieten kann mit schwerwiegenden Akne, wird hier auch diskutiert. Und bei der Patientin in diesem Fall wurde dann empfohlen Doxycyclin und Retinoid Salben und Benzoylperoxid und ähnliches. Aber es gibt auch Unsicherheiten. Es gibt auch Medikamente, die Akne auslösen und andere Medikamente, die ein bisschen ungewöhnlich, die man als Behandlung anbieten kann, inklusive zu meinem Erstaunen Spironolactone. Und kann man auch versuchen, dann manchen Patienten anzubieten. Der Fall im New England Journal, ich fand diesen Fall wirklich toll. Aber ich finde sie alle toll. Das ist halt eine Eigenschaft, die ich habe. Es geht um einen 70-jährigen Mann, der wohnt in Kalifornien, aber kommt eigentlich aus Vietnam und spricht eigentlich was Ungewöhnliches, nämlich die Vietnamesen in Kalifornien sprechen alle exzellent Englisch, aber der hier wurde von seiner Tochter gedolmetscht und er kommt eigentlich rein mit Brustbeschwerden und Kurzatmigkeit und etwas Husten, nicht so ausgeprägt, aber man denkt, er könnte vielleicht Influenza-Virus haben oder eine Pneumonie. Röntgenbild wird gemacht, das ist normal. Er hat unterliegende Herzerkrankungen, kriegt eine Palette an Sachen hier für Hochdruck und koronare Herzerkrankungen und alles Mögliche. Aber das spielt hier keine Rolle. Dann hat man, Fieber hat er auch. Man hat dann auch Blutgase gemessen, die waren normal. Und bei der körperlichen Untersuchung hat man auch nichts gefunden. So hat man, er hat ein paar Tage im Krankenhaus verbracht, man hat einen Schnelltest gemacht für Influenza-Virus, der war negativ, hat ein normales Röntgenbild, sind auch Blutkulturen gemacht, haben nicht geholfen. Und die ganze Palette an Laborwerten war auch nicht besonders spannend, aber er hat 5,1% Eosinophile. Könnte ja Church-Strauss-Krankheit sein. Dann schicken sie den nach Hause, aber dann kommt er wieder und ist dann wieder in der Aufnahme eine Woche später mit den gleichen Beschwerden.
Und wieder hat man nichts gefunden. Aber jetzt hat er 36% Eosinophile. Das ist schon auffällig. Und seine alten Kumpels, mit denen er sich beschäftigt, sind auch krank und die haben auch Eosinophile. Dann stellt sich raus, die haben da irgendeine vietnamesische Feier da, die Jungs, gehabt und haben hier Wildschwein gegessen. Und wie das Wildschwein gekocht war, war nicht so klar. Anscheinend nicht sehr gut. Nämlich man hat dann das Wildschwein, bitte? Die behaupten, sie hätten es gekocht, aber es gibt Kochen und es gibt Kochen. Also dieses Krankheitsbild hat schon Rudolf Virchow sehr beschäftigt. Und hier hat man nicht die Patienten, man hat das Wildschwein untersucht oder was noch davon übrig war. Und man war fündig. Und dieses Trichinella spiralis. Und das war für dieses Krankheitsbild so mit ein bisschen Albendazol wurde alles gut, aber das war für dieses Krankheitsbild verantwortlich. Es ist ein bisschen erstaunlich, man würde Myalgie erwarten und Muskelschmerzen und warum die gehustet haben, weiß ich auch nicht. Aber das war die Diagnose. Dann ist ein Übersichtsartikel, es geht um Sequenzierung der zweiten Generation, um genetische Krankheitsbilder zu erfassen. Und heute habe ich Zeit verbracht im Keller von unserem Gebäude hier und mit Joland und Mike Gollasch gesprochen. Und dieses ist hier etabliert. Schwerpunkt hier ist die Aufklärung von komplizierten genetischen Nierenerkrankungen. Und da gibt's vieles, wo die beiden haben dann Untersuchungsverfahren etabliert, um eine ganze Palette an Gene abzuklappern für atypischen hämolytisches uremisches Syndrom, wo unterschiedliche Gene, Komplementvarianten und Morbus Alport und FSGS und ähnliche Sachen, genau das gleiche wie in diesem Übersichtsartikel hier diskutiert wird und mit nicht nur der Technik, aber mit der Software und die Untersuchungsverfahren, computerisierte Untersuchungsverfahren, die mit dem Internet verbunden sind, um Sachen zu finden. Ich fand es fantastisch und das wird hier diskutiert. Exom-Sequenzierung, genomweites Sequenzierung, dann Verifikation durch Sanger-Sequenzierung und alles Ähnliches. Das wird hier diskutiert, aber hier in unserem Keller läuft das. Und für unterschiedliche Krankheitsbilder kann man solche Plattformen aufbauen, um diese Untersuchungen durchzuführen. Dann die Frage aus dem New England Journal, was soll man machen? Immer so wenig wie möglich, finde ich. Aber bei diesem Fall, hier geht es um einen Patient mit sehr flotten gastrointestinalen Bluten von unten und mit einer Herzfrequenz von 120 und einem Blutdruck von 92 zu 65. Also hier muss man handeln und Zintigraphie bringt einem nicht weiter. Kolonoskopie, man sollte wahrscheinlich von oben gucken, nämlich vieles, was aus hinten rauskommt, ist eigentlich verursacht durch Bluten von oben. Wahrscheinlich wird man durch Kolonoskopie, wenn jemand Massenblutung hat im Dickdarm, nicht fündig werden. Einfach abzuwarten bei jemand, der im Schock ist, ist nicht eine gute Idee. Vorher hätte man vielleicht eine Laparotomie empfohlen, aber was man hier machen sollte, ist Angiografie. Und wenn die Leute mehr als 2 Milliliter pro Minute bluten, sollte man was finden können, aber mit so einer Massenblutung ist das die richtige Antwort. Dann in Lancet. Erste Paper geht es um Kinder mit Bronchiektase. Bronchiektase, die nicht durch zystische Fibrose, Mukoviszidose ausgelöst wird. Und hier geht es um einen Vergleich. Kinder, die rückfällig sind mit rezidiven Infekten, fahren die besser mit Amoxicillin-Clavulanensäure oder mit Azithromycin. Und so habe ich die Tabelle hier ausgesucht, wo die Ursachen der Bronchiektasen bei Kindern hier gegeben werden und
Es geht um postinfektiöse Ursachen, Immundefizienz, Aspiration, Zilienerkrankungen, Tracheomalazie und ähnliches. Und was wir hier sehen, ist kein Unterschied, aber ich fand eigentlich, dass Amoxicillin-Clavulansäure eigentlich besser ist. Verbesserung in 10 Tagen anstatt 14. Und fand ich nicht schlecht, und aber statistisch ist es, war die Hypothese, ist eins schlechter als das andere, non-inferior, nicht schlechter, aber Azithromycin war vielleicht nicht schlechter, aber ich glaube trotzdem, Amoxicillin und Clavulansäure war besser. Aber das ist nur meine persönliche Meinung zu diesem Thema. Nächste Thema ist Onkozerkose. Das ist eine ziemlich schreckliche Tropenerkrankung. Fadenwürmer, die werden übertragen von Fliegen. Simulium ist die Gattung dieser Fliege. Da Simulium gerne Feuchtigkeit in feuchten Gewässern sich befindet, nennt man dies auch Flusserblindung, River Blindness, weil Erblindung einer der schlimmen Risiken ist von Onkozerkose. Und diese Würmer leben dann in Paaren unter der Haut und bilden dann eine Masse, einen Tumor, und können 17 Jahre lang Mikrofilarii produzieren, die dann von anderen Fliegen, Simulium, aufgenommen werden und dann an andere Menschen verbreitet werden. Und dies ist ziemlich ekelhaft, und gab ja auch einen Nobelpreis vor ein paar Jahren für Invermectin, um dieses Krankheitsbild hier zu bekämpfen. Also diese Fadenwürmer haben eine Lebensdauer von 17 Jahren und bilden Mikrofilarii, die dann in Hautbiopsien zu finden sind. Die sind dann ganz unter der Haut, sodass die Stechfliegen sie dann weiter übertragen können. Und dies ist der Lebenszyklus, und ist ziemlich ekelhaft. Man kann schon sehen, warum die Leute erblinden mit so einer Entzündung von sowas, und wie diese Onkozerkosen dann aussehen, ist hier gezeigt. Und hier ist die Strategie, es ist im Prinzip eine Ausrottungsstrategie. Ich kenne mich nicht aus mit diesem Krankheitsbild, aber was hier gemacht worden ist, ist, alle Leute sind hier behandelt worden mit einer Einzeldosis von Ivermectin im Vergleich zu Moxidectin, was die nächste Generation von diesen Mitteln wohl ist. Und dann der primäre Endpunkt war Unterdrückung der Dichte von Mikrofilarii unter der Haut nach 12 Monaten. Und also die Leute haben nur eine Dosis gekriegt. Ich habe nicht ganz verstanden, warum nur eine Dose anstatt vielleicht mehrere Dosen. Und vermutlich werden die erwachsenen Fadenwürmer auch hier getötet, sodass sie keine Mikrofilarii mehr produzieren können. Und man könnte auch sich vorstellen, vielleicht kriegen die Leute dann eine zweite Infektion, aber es dauert mehrere Monate. Es dauert 10 Monate, bis die Mikrofilarii adult werden und dann mehr Mikrofilarii produzieren. Und hier sehen wir die Mikrofilarii-Dichte und auch Mikrofilarii in der Vorderkammer des Auges, alles ziemlich ekelhaft. Aber beide Behandlungen sind hier ziemlich erfolgreich, obwohl Moxidectin ist besser als Ivermectin. Und wir sehen auch die Anzahl an Patienten, wo die Mikrofilarii dann in der Hautbiopsie nicht mehr erkannt werden konnten, Monaten nach der Behandlung. Also das sieht ziemlich gut aus, und Moxidectin ist besser. Diese Abbildung hier habe ich nicht ganz verstanden. Es ist im Prinzip, was hier aufgetragen wird auf der Axilla, hier ist auf der X-Achse, ist die Mikrofilarii-Dichte vor Behandlung, und auf der Y-Achse ist die Mikrofilarii-Dichte, das ist arithmetisch dargestellt, nach der Behandlung. Und wir hätten natürlich gerne dies,
viel vor der Behandlung und keine nach der Behandlung. Das ist nach einem Monat stürzt das ab. Nach dieses hier unten Moxidectin. Nach 6 Monaten sieht das immer noch prima aus. Aber dann nach 12 Monaten und 18 Monaten scheint es mir so zu sein, dass in vielen Patienten kommt das wieder. Und warum die Leute vielleicht, ich glaube, was sie brauchen, ist noch eine Dosis nach 12 Monaten, um dies weiter zu unterdrücken, ist ja auch möglich, dass der Zeitverlauf lang genug war, dass man eine zweite Infektion hier gekriegt hat von weiteren Stichen von diesen Fliegen. Also es sieht so aus, als beide Behandlungen sind schon ziemlich gut, aber Moxidectin schlägt Ivermectin, um Oncocerca volvulus zu bekämpfen. Diese nächste Arbeit fand ich erstaunlich. Und wir haben schon häufig diskutiert, Global Burden of Disease, die globale Belastung von Krankheiten über die ganze Welt und wie das in den Ländern unterschiedlich ist. Aber da geht es um Krankheitsbilder. Hier geht es um die Erfassung des humanen Kapitals. Karl Marx und Friedrich Engels hätten sich, die würden grüßen lassen und hätten dies wahrscheinlich auch ziemlich interessant gefunden. Was hier gemessen wird, ist nicht nur, sind die Leute gesund, es wird auch gemessen, wie viele bleiben am Leben während eines produktiven Erwachsenenalters, das heißt Alter 20 Jahre bis zur Rente. Es wird die Bildungsjahre erfasst und die Qualität der Ausbildung wird auch erfasst, um den Wert des humanen Kapitals irgendwie zu erfassen. Fand ich ziemlich spannend. Und die Weltbank und Geldgeber und Leute, die die Vorstellung haben, wir machen jetzt einen Marshallplan für Afrika, wollen natürlich solche Sachen gerne erfassen können. Nämlich es gibt auch einen Maßstab, was sind die Chancen für Erfolg? Und hier ist ein Vergleich des gemessenen humanen Kapitals über der ganzen Welt erfasst in 1990 und in 2016. Man kann diese Maßstäbe mit den heutigen Methoden Big Data zu sammeln eigentlich jährlich auswerten. Und hier sind ein paar Länder hier dargestellt. In Äthiopien ist das nicht so doll. Blau hier ist, was hat man geschafft, was Bildungsstand anbelangt. Und es geht hier um Ausbildung und dann geht es um Lebenserwartung, Produkt. Wie viele Leute bleiben am Leben über den Verlauf des produktiven adulten Alters, 20 plus zur Rente. Und Äthiopien hat sich etwas verbessert und hier ist Nigeria und Kongo und ähnliches, Pakistan und so weiter. Aber wir interessieren uns natürlich für uns selber. Und Deutschland hat einen ziemlich guten Bildungsstandard. Der hat sich auch etwas verbessert seit der Wende. Und die Anzahl an Menschen, die ein produktives, erwachsenes Alter erleben, hat sich auch etwas verbessert. Und wir sind etwas besser als die Amerikaner, aber nicht ganz so gut wie die Japaner. Also so wurde das erfasst. Die Weltmeister in humanem Kapital sind die Finnen. Und die waren auch Weltmeister 1990. Alles hier, die sind beinahe nur im dunkelgrünen Bereich. Island ist auch nicht schlecht. Trotz der Geldkrise, die sie hatten, haben sie sich gehalten. Die Amerikaner sind wahrscheinlich, Donald Trump ist ja nicht für alles verantwortlich, aber hier war Bill Clinton und hier sind sie heute. Also die sind ziemlich abgestürzt, was humanes Kapital anbelangt. Und Deutschland hat sich einigermaßen gehalten, aber ein bisschen abgeschlafft trotzdem in diesem Wettbewerb. Aber dann geht's noch spannend weiter. Und wir sehen, dass es nicht unbedingt eine Frage des Geldes ist. Das reichste Land der Welt sind die Vereinigten Arabischen Emiraten, die sitzen auf Geld. Die waren ja ziemlich schlimm, haben sich etwas verbessert. Und man kann hier Vergleiche ziehen.
Irak war auch da und dann kamen die Amerikaner und haben alles gerettet und jetzt kann man Irak gar nicht mehr finden. Ich konnte es auf alle Fälle nicht weiterfinden. Und dann sieht es ziemlich duster aus in vielen Ländern und auch in denen, in denen die Hälfte des humanen Kapitals, das heißt die Frauen, gar nicht ausgebildet werden. Die sind eigentlich zwischen 20 und 65 ein bisschen besser, was Überleben anbelangt, aber die genießen keine Ausbildung. So können sie dann auch weniger Leistung erbringen, außer Vermehrung. Und hier kann man die Länder alle angucken und die dunkelgrünen sind die glücklichen und die gelben sind die mittelprächtig und die roten und die orangen, denen geht's nicht so doll und es ist ein bisschen besser weltweit geworden, aber ideal ist es nicht. Und wo es schlimm ist, Marshallplan für Afrika, muss man sich dann überlegen, was kann man hier erreichen unter den Bedingungen, die wir haben. Und die Diskussion in diesem Paper fand ich auch ziemlich interessant, nämlich es geht hier nicht um Selenmangel und Vitamin A ist wahrscheinlich auch nicht dafür verantwortlich. Aber die politischen Strukturen und religiösen Ideen sind sicherlich, spielen hier eine Rolle. Und solche Sachen muss man dann angehen oder wenigstens überlegen. Aber das ist natürlich politisch inkorrekt, sowas zu behaupten. Und das wird auch in der Diskussion gar nicht angeschnitten. Aber ich fand es ziemlich interessant, dass man sowas machen kann. Dann geht es wieder um die Stent-Frage. Und welchen Stent soll ich mir dann aussuchen, den Onyx oder den Osiro? Und wir gucken uns das an und einer ist nicht schlechter als der andere. Aber Untergruppen in Stentstenose, da sieht der sieht's doch, als wäre der Osiro vielleicht gar nicht so, nicht Inzidenz von Stentthrombose, war hier 0,7%, das ist unter 1%, das ist nicht schlecht, aber hier mit diesem Resolute Onyx Stent gab es kaum Stentverschlüsse. Also das kann man vielleicht auch untersuchen. Die Übersichtspapers in Lancet, wichtig, Schlaganfall, sehr viel gelaufen in den letzten 20 Jahren. Was hier gemacht werden kann für diese Leute, nämlich früher war es im Prinzip gar nichts und jetzt kann man eine ganze Menge machen. Und der Schlüssel zum Erfolg ist Bildgebung, die während meines Studiums und Assistentenzeit gar nicht existierte. Und die Ärzteschaft von heute ist echt verwöhnt und es kommt den Patienten auch zugute. Und so dass man Schlaganfall durch Thrombose oder Infarkt von Hirnblutung unterscheiden kann. Früher war es, was auch immer der Chef sagte, es wäre. Aber heute mit Bildgebung kann man sagen, ey, falsch. Und dann kann man jetzt auch was tun. Und wer soll Thrombolyse kriegen und was sind die Kontraindikationen und was trägt MRT noch dazu bei, sodass man die Entscheidung treffen kann, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Sogar nach 4 Stunden haben wir ja schon diskutiert. Und das ist ein erheblicher Erfolg. Können Sie hier angucken. Dann endovaskuläre Behandlungen. Dass Neuroradiologen hier Gefäße wieder aufpuppeln und Durchblutung wiederherstellen können. Das finde ich ziemlich toll und das wird hier diskutiert. Und dann Hirnblutung, hier hat sich auch manches verändert, dass man die Diagnose vernünftig stellen kann. Multiple Hirnblutungen und was man durch Flair-MRT noch erfassen kann, was man sonst nicht sieht und multiple Vaskulopathien und ähnliches kann man jetzt durch Bildgebung identifizieren, das vielleicht durch Amyloidose verursacht wird oder durch AV-Malformationen oder Aneurysmen und was es alles sonst noch gibt, wird hier diskutiert. Und wen man operieren kann und wer da geholfen wird und wer in Frage kommt und was für Operationen man machen kann, wird hier auch diskutiert. Dann ist noch ein drittes Review über Prävention und da gibt es unterschiedliche Überlegungen. Im Prinzip geht es um Rauchen und Blutdruck, systolischen Blutdruck. Und das sind die Variablen, die man hier ansprechen kann. Und ich glaube, was kommen wird, ist irgendeine Polypille,
die den systolischen Blutdruck senkt und vielleicht und mit dem Rauchen weiß ich nicht, was wir machen sollen und die Anzahl von Autos und Luftverschmutzung und alles und wie das ist in unterschiedlichen Ländern, wissen wir und können wir ja jeden Tag in der Zeitung sehen und ob man weniger Salz essen sollte, wie die Autoren hier vorschlagen, spielt vielleicht auch eine Rolle, aber dass man das auf Natriumzufuhr von weniger als 2 Gramm pro Tag runterdrücken kann, halte ich für unwahrscheinlich, aber das wird hier alles diskutiert und man sollte darüber wissen. Jetzt sind wir beinahe am Ende und letzte Woche habe ich Ihnen den Hinterkopf von dieser Frau oben rechts gezeigt. 40-jährige Frau, Haarausfall. Die Fingernägel hat man nicht gezeigt, aber was wir hier sehen ist Onycholyse, wo der Nagel sich auflöst vom Nagelbett. Und das ist Hypothyreoidismus. Und diese nette Dame wurde dann ordnungsgemäß behandelt und hat jetzt diesen wunderschönen Schopf nach der Behandlung und ihre Fingernägel sehen auch ein bisschen besser aus. Was wir auch im New England Journal sehen können, ist, wie die Achillessehnenreflexe aussehen bei Patienten mit Hypothyreoidismus. Das heißt, der Anschlag ist ziemlich rasch, aber dann die Relaxation, es dauert Sekunden. Und dann können Sie das hier im Video sehen und wie man die Patienten dann hinsetzen, wie man die Untersuchung durchführen kann, um dies zu erfassen, wird auch gezeigt und das sollte man wissen. Damit sind wir am Ende. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und geht irgendwie weiter. Machen wir einfach weiter.